Hi, ich bin Miri. Ich bin aktuell in Australien, besser gesagt an der Ostküste von Australien in Queensland. Und ich möchte im Rahmen der Energiereporte euch einen kleinen Einblick in mein Leben geben und vor allem über das Thema Auto bzw. E-Auto sprechen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist Australien ein riesengroßes Land mit einer super einzigartigen Geografie und Infrastruktur. Und das Auto spielt hier einfach eine wirklich zentrale Rolle im täglichen Leben der Menschen. Australien hat eine Fläche von fast 7,7 Millionen Quadratkilometern und ist damit das sechstgrößte Land der Welt. Das heißt, es gibt enorme Entfernungen zwischen Städten, wie beispielsweise, wenn man von der Ost- zur Westküste fährt, von Sydney nach Perth, einfach 4000 Kilometer hinter sich legen muss. Das sind 41 Stunden auf der schnellsten Strecke, die man da hinter sich bringen kann. Das sind fast 2 Tage, die man da am Stück fährt, um von A nach B, von der Ost- zur Westküste zu kommen. Das ist enorm. Und allein das macht das Auto zum wichtigsten Fortbewegungsmittel für die meisten Australier, weil es einfach so ist, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht gegeben oder nicht gut gegeben sind. Zum Beispiel bin ich seit 4 Monaten hier und ich habe noch keinen einzigen Zug gesehen. Der Schienenverkehr ist rein auf Güterverkehr ausgelegt und eine Personenbeförderung gibt es hier einfach nicht. Also klar gibt es in den großen Städten irgendwie eine U-Bahn oder irgendwas in die Richtung, aber außerhalb kannst du vergessen, gibt es nicht. Selbe ist mit einem Bus. Klar, innerhalb der Städte kannst du Bus fahren, sobald es außerhalb geht, kannst du vergessen, aber auch der Bus ist super unzuverlässig. Wie oft ich schon an der Haltestelle stand und keiner gekommen ist, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und von dem her ist es auch innerhalb der Städte einfach so, dass das Auto das wichtigste Verkehrsmittel ist und vor allem das zuverlässigste in dem Fall. Es ist so gut wie unmöglich, hier von A nach B mit einem Spaziergang oder mit dem Fahrrad zu kommen. Und von dem her ist es bei den Australiern wirklich so, dass sie eine Vorliebe für SUVs und Pickups haben. Das hat aber nicht nur damit zu tun, dass sie ihre ganze Familie einbringen müssen oder dass sie ihren ganzen Einkauf verstauen müssen, sondern dass es auch so ist, dass sobald man ein bisschen weiter außerhalb kommt, einfach im Outback ist. Die Straßen werden schlecht. Man braucht eine Robustheit. Die Infrastruktur ist nicht mehr wirklich gegeben. Es kommt gut mal vor, dass du einfach auf einer nicht vorhandenen Straße fährst, weil du da lang musst. Ich blende euch mal ein Bild ein, wo ihr, oder ein Video ein, wo ihr so ein bisschen sehen könnt, wie es da vorgeht. Das ist krank. Das ist was Besonderes. Entsprechend ist es auch so, dass E-Autos nicht wirklich gegeben sind. Also, das hat aber 2 Gründe. Es hat einmal der Punkt, es ist super teuer, in diese Infrastruktur in so ein großes Land zu bringen, die nicht mal schafft, die Standardinfrastruktur zu haben, aufgrund der Größe und aufgrund dessen, dass es einfach nicht notwendig ist. Und dann natürlich die begrenzte Reichweite. Wenn man so lang fahren muss, dann bringt das E-Auto leider einfach noch nicht so viel, weil du nicht von A nach B kommst. Das heißt, wir haben super lange Strecken und einen Mangel an Ladeinfrastruktur außerhalb der Städte, was das E-Auto einfach für Australien unpraktisch macht. Und von dem her ist es halt einfach schlicht unverzichtbar für die Mobilität der Menschen, ein Auto zu haben, auf das sie sich verlassen können. Und in dem Fall sind es einfach die SUVs und die Pickups, die vielleicht im Rahmen der Klimabilanz nicht ganz so optimal sind, aber hier den Menschen die Möglichkeit geben, zu leben und voranzukommen. Und ja, somit war das für mich das erste Video oder für euch das erste Video von mir zum Thema Auto. Und ich schicke ganz liebe Grüße aus da einander.